Hallo zusammen, hier ist wieder heute Land, heute bin ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Videoguide präsentieren. Heute geht es um ein paar Temok-Sets, die recht nice aussehen und um insgesamt drei verschiedene Pets, die wir uns jetzt mit dem War Within Pre-Patch holen können. Und zwar ist das alles ein wenig hidden. Ich will euch mal zeigen, was ihr dafür machen müsst. Als allererstes braucht ihr ein Grundpet und zwar Pusti heißt dieses, das ist dieser ja leuchtend hellblaue Greif und diesen gibt es für einmal die War Within Collector Edition und zwar braucht ihr die epische Version. Wenn ihr diese epische Version habt, dann könnt ihr ab dem Pre-Patch das Pet auspacken und wenn ihr es auspackt, gibt dieses Pet euch eine Quest. Und für die Quest müsst ihr mit einem NPC sprechen, das ist Kordran Wildhammer und der befindet sich einmal in Waldracken hier unten auf den Koordinaten 38, 93. Und jetzt ist es so, dass ihr für diese Quest drei Pets bekommt. Und zwar müsst ihr diese drei Pets in Anführungszeichen einmal aufsuchen. Die sind auf der Weltmap. Die werden auch angezeigt. Ein Pet ist quasi hier in Taldrassos. Machen wir es mal ein bisschen größer. Quasi hier oben auf den Bergen, ne? Dann eins befindet sich hier oben über dem Zentaurenlager und das letzte von den Pets ist hier hinten in der, oben auf den Felsen in der Lava. Wie gesagt, ich zeige es euch jetzt nicht genau, weil der Questmarker führt euch eh hin und da wird euch das genauer gezeigt. Was aber dazu gesagt sein sollte, hier oben bei der Lava ist es so, dass das Viech in der Luft rumfliegt. Ich war in der Lage, wenn ich meine Druid-Gestalt quasi umschalte, auf das normale Fliegen, was ihr ja mittlerweile einmal im Mount Schernl machen könnt. Ne? Also hier oben könnt ihr das umschalten, den Flugstil, konnte ich ihn aus der Luft picken. Ich habe bei WoW Head nachgelesen und da wurde geschrieben, man soll warten, bis dieses Viech halt über einen von diesen Felsen fliegt. Dann kann man auch von den Felsen aus anklicken. Genau, mehr ist es nicht. Ihr fliegt da quasi einmal rum, klickt die drei Pets einmal an und dann könnt ihr das Ganze abgeben. Und wenn ihr das abgibt, dann gibt es drei Pets als Belohnung und diese drei Pets sind quasi die anderen Farbvarianten, die ihr jetzt hier schon gesehen habt. Also wir haben einmal das Rote, dann haben wir einmal das, naja, ich würde sagen Lederne und dann einmal noch das goldene Pet. Ja, also mehr ist es nicht, das ist eine Sache von 5 Minuten mit dem Abfliegen und ja, dann könnt ihr euch hier diese schicken Pets holen. Damit ist es aber tatsächlich noch nicht getan. Es gibt nämlich hier noch eine weitere Sache. Und zwar hat der Zwerg hier für uns auch noch eine weitere Quest, beziehungsweise sogar zwei Quests. Und für die erste Quest müsst ihr ein paar Ressourcen sammeln. Und zwar sind es Sturmgeister. Und das sind 50 Stück. Ich habe jetzt schon die zweite Quest, wo ich 500 sammeln muss. Und diese Sturmgeister droppen wirklich von allen Mobs hier auf den Dracheninseln. Sprich, jeder kann das droppen. Elite-Mobs scheinen aber wesentlich mehr zu droppen. Also ihr könnt jetzt hier rumfliegen, Elite-Mobs umhauen. Ihr könnt anscheinend auch Dungeons oder Raids laufen. Da sollen auch mehr droppen. Habe ich jetzt noch nicht getestet. Mir wurde hier im Stream auch ein Tipp gegeben. Und zwar hier im Durchdringungslager. Da, wo der nette Führer immer angreift. Ne? Bei mir ist es aktuell hier in der Zone Azurblaues Gebirge. Da wird ja immer dieser Schmiedemeister beschworen. Und der Schmiedemeister hat mir auch zwischen 20 und 50 je gedroppt. Und hier sind ziemlich viele Leute, die den immer wieder beschwören. Und den habe ich einfach alle 2-3 Minuten wurde der beschwört, angehittet, wieder 30-40 gekriegt, wieder angehittet. Und dann ging das relativ zügig, ne? Wenn da viele Leute sind, den immer wieder beschwören, dann kriegt er da relativ zügig das Zeug. Ihr könnt es natürlich auch langsam über die Woche hin machen oder die nächsten Wochen. Einfach, wenn ihr im Plus lauft, die Sachen holen, wenn ihr im Raid seid, wenn ihr normale Mobs tötet. Die Quest gilt auch für alle eure Chars, also die ist Battle.net-Account gebunden und dementsprechend könnt ihr auch mit dem einen 10 sammeln, mit dem anderen 50 und so weiter. Ne? Also das ist eine relativ entspannte Sache. Wenn ihr die ersten 50 euch holt, gibt es nämlich dann ein Temok-Set. Und zwar kennt ihr ja vielleicht schon aus meinem anderen Video, wo ihr die Rennen fliegen musstet mit dem Mount, was es für die Epic Edition gab. Dann hat man ja hier schon dieses goldene Set gekriegt. Und das goldene Set dann auch in Donnernd. Und wenn ihr die ersten 50 abgibt, also die erste Quest bei dem Zwerg, dann kriegt ihr quasi hier das Tiefen-Set, dann das Champion-Set und das silberne Set. Und wenn wir jetzt die zweite Quest abgeben, also nicht nur die 50 gesammelt haben, sondern dann noch insgesamt weitere 500, dann gibt es alle drei Sets auch nochmal in aufgewertet. Und dann haben wir jetzt halt
Rasante Tiefen, das ist halt das Set mit dem Effekt. Hier, warte mal, erzählen wir hier mal das Tiefenset, ne? Und dann haben wir hier quasi die coolere Version des Ganzen mit ein paar Lichteffekten. Dann haben wir ja das Champion-Set und im Funkensprühen das Champion-Set ist jetzt das neue, das silberne und wie heißt das? Schockierendes silberne Set. Genau, das ist es. Das Ganze ist jetzt vielleicht eine halbe Stunde Arbeit, wenn ihr das an die ganzen Viecher abfliegt, an Durchdringungssachen, wahrscheinlich nicht mal 20 Minuten, ne? Und dann habt ihr eigentlich alles. Und ja, mehr ist es tatsächlich nicht. Wenn bei euch am Durchdringungslager keine Mobs sind, könnt ihr auch alternativ Rares umhauen. Das soll anscheinend auch nicht schlecht in dem Smaragdgrünen Traum sein. Da sind ja relativ viele Rares, wahrscheinlich aktuell auch nicht sonderlich viele Leute. Und hier einfach ein bisschen rumfliegen und die Rares killen, das soll das auch relativ gut bringen. Gut, das war es eigentlich soweit mit dem kleinen Video. Dann wünsche ich euch viel Spaß, sowohl mit den 6 Sets, die ihr da kriegt, das sind auf jeden Fall ein Haufen T-Mox, und mit den 3 weiteren kleinen Haustieren. Damit sind wir am Ende, habt mich gefreut, dass ihr dabei wart, und sonst sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dahin, ciao!